Hallo und willkommen zu Kraut und Küche. Heute stelle ich euch ein Kraut vor, das typisch ist für den Mai. Das werdet ihr alle kennen, das ist der Waldmeister. Waldmeister ist eine der Pflanzen, die jetzt eben gerade im Mai, also von Anfang Mai bis in den Juni hinein, überall in den Misch- und Laub- und Buchenwäldern blühen. Ihr erkennt es oft auch, wenn ihr im Wald spazieren geht, an diesem ganz charakteristischen Duft. Und aussehen tut der Waldmeister so. Vor allem, solange der Waldmeister nicht blüht, kann man ihn auch leicht verwechseln, und zwar mit dem Labkraut. Und das ist auch kein Wunder, denn tatsächlich gehört der Waldmeister zu der Familie der Labkräuter. Und ein anderer Name ist auch wohlriechendes Labkraut. Wie jede Heil- und Küchenpflanze hat natürlich auch der Waldmeister viele verschiedene Namen aus dem Volksmund. So nannte man ihn zum Beispiel auch Waldmeier oder Mösch. Ein Name für den Waldmeister ist zum Beispiel auch Leberkraut, was darauf hinweist, dass er auf die Leber wirkt. Oder aber auch Herzensfreund, das heißt, der Waldmeister ist auch gut fürs Herz. In Serbien heute noch gebräuchlich und auch hier früher schon in alten Kräuterbüchern ist der Begriff Matri Silva, was so viel bedeutet wie Mutter des Waldes. Das heißt also, der Waldmeister hatte früher nicht so sehr eine männliche, sondern eher eine weibliche Konnotation. Und man hat wirklich früher, also im Mittelalter, das oft benutzt bei Frauenleiden und vor allem auch während der Geburt. So hat man zum Beispiel gebärenden Waldmeisterbüschel an die Füße gebunden und die Neugeborenen in Waldmeister gebettet. Man glaubte nämlich, dass der Waldmeister böse Kräfte vertreibt und gute Kräfte, also Feen, anzieht. Die Franzosen kennen den Waldmeister heute noch als Reine des Bois, also Königin der Wälder. Das ist also, wie man sieht, auch wieder ein weiblicher Name, also eigentlich ein ganz weibliches Kraut auch. Ja, jetzt im Mai ist die Erntezeit des Waldmeisters, denn wenn er seine kleinen weißen Blüten bekommt, wird auch das Kumarin aktiv. Und das ist der Aromastoff von Waldmeister, also das, was man kennt aus dem klassischen Wackelpudding oder den Waldmeister-Sirups. Das ist dieses Kumarin im Waldmeister, das jetzt im Frühjahr besonders stark ist. Kumarin ist vielleicht für viele ein Begriff, das war oft umstritten und ist immer wieder in den Medien. Das ist nämlich auch giftig, vor allem in hoher Konzentration. Gerade in Deutschland ist es so, dass man in verkauften Produkten nie mehr als 5 Milligramm Kumarin in einem Kilo oder einem Liter verwenden darf. Also wenn ihr den Waldmeister erntet, solltet ihr vielleicht auch aufpassen und euch an die Dosierung, die vorgegeben ist, in den Rezepten halten und vielleicht auch nicht gleich am Tag den ganzen Liter Waldmeistersirup auf einmal austrinken. Kumarine können nämlich akut Kopfschmerzen verursachen oder sogar Zustände von Benommenheit bis hin zu Leberschäden. Aber davon solltet ihr euch nicht abschrecken lassen, denn in der normalen Dosierung hat der Waldmeister durchaus auch sehr viele positive Wirkungen. Schon die alten Germanen kannten den Waldmeister und für sie war das eine heilige Pflanze. Sie haben den Waldmeister ganz oft in Ritualen verwendet, die wir heute schon gar nicht mehr kennen. Ganz früher hat man Waldmeister übrigens vor allem fürs Bierbrauen verwendet, also Waldmeisterkraut war oft im Bier mit drin. Und die klassische Zutat als Wein oder auch in der Maibowle, die kam erst viel später. Wobei es da auch verschiedene Meinungen gibt. Manche sagen, schon ein mittelalterlicher Mönch hätte die erste Maibowle mit Waldmeister erfunden. Andere sagen, das kam erst im 19. Jahrhundert auf. Tatsache ist, dass der Waldmeister für viele heute vor allem nur noch deswegen ein Begriff ist, weil man die Maibowle kennt. Und da ist der Waldmeister die Hauptzutat. Ein klassisches Rezept für Maibowle findet ihr übrigens hier in der Videobeschreibung. Und was kann der Waldmeister alles? Interessanterweise wirkt der Waldmeister, wie bei so vielen Pflanzen, genau da, wo er in großen Mengen schädlich ist. So ist er zum Beispiel super bei leichten Kopfschmerzen oder Migräne. Und wie schon der andere Name Leberkraut sagt, er wirkt auch positiv auf die Leber, weil er gegen Leberstauungen wirkt. Allgemein kann man sagen, dass der Waldmeister beruhigend wirkt. Das heißt, wenn ihr nervös seid, wenn ihr Prüfungsangst habt oder Einschlafschwierigkeiten, oder wenn ihr besonders unter Stress steht, dann ist der Waldmeister die Pflanze der Wahl. Er wirkt leicht entspannend, krampflösend, also auch zum Beispiel im Bauchbereich bei Darmproblemen oder auch während der Menstruation, und beruhigend. Außerdem erweitert der Waldmeister auch die Gefäße, sodass er bei Durchblutungsstörungen gut ist und auch leicht entgiftet. Er ist eben auch harn- und schweißtreibend. Aber wie gesagt, das alles ganz mild und da gibt es auch noch andere Pflanzen. Übrigens, nicht nur die alten Germanen kannten und schätzten den Waldmeister. Auch im Mittelalter wurde er viel verwendet. Und wie schon erwähnt, es hieß, er würde gute Mächte und Feen anziehen und böse Hexen vertreiben. Man hat sich zum Beispiel an Walpurgisnacht Armbänder aus Waldmeister um den Arm gewickelt oder um den Fuß, um diese Mächte nicht an sich ranzulassen.
Das Praktische am Waldmeister, gerade für die Menschen im Mittelalter, war, dass er dieses starke, angenehme Aroma hatte. Und deswegen hat man damals Waldmeister richtig kultiviert. Daraus hat man dann Duftkissen gemacht zum Beispiel. Oder man hat es sich als Büschel an die Decke gehängt oder es sogar auf den Fußboden gestreut. Oft war es nämlich so, dass es in den Häusern oder auch im Schrank ganz schön gestunken hat. Und da konnte man mit diesem Geruch vom Waldmeister das erstmal überdecken. Auch in der Medizin hatte der Waldmeister seine Bedeutung, und zwar als Beigabe, um nämlich den strengen Geschmack der anderen Heilmittel zu überdecken. Und dann hat man den Waldmeister auch noch geraucht. Das heißt, man hat es dem Tabak zugemengt. Aber davon wird heutzutage dringend abgeraten, denn man kann sich tatsächlich durch diese Kumarine da auch in sehr ungewollte und unangenehme Rauschzustände versetzen. Wo übrigens der Name Waldmeister herkommt, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, es ist der Meister des Waldes, weil er so heilkräftig ist oder weil er eben im Sommer so dominant riecht. Dann gibt es auch wieder eine Definition, nachdem Maya mit Mire zu tun hat, also die Mire des Waldes. Aber da der Waldmeister gar nicht zu der Familie der Miren gehört, denke ich, das ist dann eher unwahrscheinlich. Den Glauben, dass der Waldmeister schlechte Kräfte oder böse Mächte vertreibt, haben übrigens später auch die Christen übernommen. Und die streuten auch noch Waldmeisterkraut in ihren Kirchen auf den Fußboden, um eben dunkle Mächte von dort zu vertreiben. Übrigens, nach der Christianisierung hat man den Waldmeister auch gerne Jungfrau Maria Kraut genannt, weil er eben auch da noch gerne bei Frauenleiden verwendet wurde oder wie gesagt bei der Geburt. Und so bekam der Waldmeister dann eben auch noch diese christliche Konnotation. Und dann hat man den Waldmeister auch noch ganz anders verwendet. Man hat ihn nämlich den Kühen zu fressen gegeben. Wenn Kühe selber nicht fressen wollten und keine Milch gaben, hat man Waldmeisterkraut genommen, das Ganze mit etwas Salz vermischt und es hieß, dadurch würden die Kühe wieder stark und gesund werden. Und was könnt ihr jetzt mit dem Waldmeister machen? Am besten geht ihr jetzt gerade zu der Zeit, wenn er blüht, also im Mai oder Anfang Juni raus und sucht euch eine Stelle im Wald, wo es wirklich viel Waldmeister gibt. Und das ist jetzt im Moment auch gar nicht so ungewöhnlich. Dann ist es wichtig, dass ihr das Kraut nach der Ernte erstmal ein bisschen welken oder antrocknen lässt. Das heißt, am besten knipst ihr das Kraut knapp über dem Boden ab und bindet euch kleine Sträußchen. Und die könnt ihr dann prima zu Hause bei euch in einem trockenen Raum an die Decke zum Trocknen aufhängen. Und ihr werdet sehr schnell merken, dass der Waldmeister sein intensives Aroma entfaltet. Ja, wie gesagt, aus diesem Waldmeisterkraut lässt sich eine wunderbare Maibowle herstellen. Aber natürlich gibt es da auch noch ganz viele andere Rezepte. Weil nämlich der Waldmeister so entspannend und beruhigend wird, lohnt es sich zum Beispiel auch, einen Tee daraus herzustellen. Dazu nehmt ihr einfach pro Tasse etwa einen Teelöffel getrocknetes Waldmeisterkraut und lasst das Ganze 5 Minuten ziehen. Und dann, wenn ihr das auch noch kurz vor dem Einschlafen trinkt, habt ihr eine sanfte und einfache Einschlafhilfe. Natürlich könnt ihr auch wie die Menschen früher euch wunderbare Duftkissen aus dem Waldmeister machen, die ihr euch zum Beispiel in den Wäscheschrank legen könnt oder unters Kopfkissen. Und dann gibt es natürlich auch noch den beliebten und bekannten Waldmeister-Sirup. Und daraus könnt ihr euch dann wieder ganz viele verschiedene Sachen herstellen, wie zum Beispiel den bekannten Waldmeister-Pudding, mal selbst gemacht, oder auch Waldmeister-Gelee oder Waldmeister-Limonade. Ja, und dann gibt es noch eine ganz andere Verwendungsmöglichkeit. Früher und auch noch heute hat man den Waldmeister nämlich benutzt als Räucherkraut. Auch in der Räucherung entfaltet der Waldmeister seine ganz besonders beruhigende Wirkung. Das heißt, wenn ihr vielleicht gerade mal einen hektischen Tag gehabt habt oder überhaupt eine hektische oder stressige Zeit, dann versucht es doch einfach. Dazu nehmt ihr einfach das getrocknete Waldmeisterkraut mit Kraut und Blüte. Das könnt ihr besonders gut auch mit Johanniskraut mischen oder Pfefferminze oder beidem. Und dann zündet ihr das Ganze am besten im offenen Feuer oder zu Hause in so einem kleinen Räuchergefäß an. Und ihr werdet sehen, das hat wirklich eine ganz beruhigende und entspannende Wirkung. So, ich werde mir jetzt auf jeden Fall ein paar von diesen Waldmeistersträußchen mit nach Hause nehmen und dann mal gucken. Vielleicht poste ich demnächst auch mal mein ganz persönliches Siruprezept. Ja, neben der Maibowle habe ich euch hier übrigens in die Videobeschreibung noch ein paar andere Waldmeisterrezepte geschrieben. Und wenn ihr mögt, probiert doch das eine oder andere einfach mal aus und schreibt mir, was ihr damit gemacht habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall wie immer viel Spaß beim Nachmachen und Experimentieren und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.